Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Minecraft Megadrake mit dem neuen Speedgoat 1.8 Server. Der Server läuft recht gut, sind viele on. Wir haben jetzt eine Whitelist drauf. Am Anfang haben wir mal geschaut, wie viele Griefer kommen. Und ja, es kommen nur so Noob-Griefer mit. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin ja schon Gamemod 0. Es kamen nur so Noob-Griefer, die ein bisschen etwas angezündet haben und so, aber da das Feuer sich nicht viel ausbreitet, geht es auch nicht so gut für die Griefer. Und wir haben eigentlich immer OP auf dem Server und können die so verbannen und so weiter. Und deshalb einfach kleine Bewerbung schreiben an Draco Basel, also mit c@gmail.com. Mit Alter von euch selber, euren Namen bei YouTube am besten oder bei Gmail oder so, oder wie ihr einfach heißt, und euren Accountname von Minecraft. Und dann einfach schreiben, was ihr genau, wieso wollt ihr auf den Server und so weiter, und dann dürft ihr reinkommen. Und in diesem Projekt geht es um die Kingdom-Welt. Ich möchte gerne einfach Rollenspiel mit den anderen Spielern hier machen. Und mit euch, wenn ihr auf den Server kommt. Und dazu baue ich ein Haus. Habe schon mal ein Ding gesucht. Ein Bauplatz, den betreten wir nachher. Und eben machen Rollenspiel, bauen ein paar Gebäude auf, eine Stadt vielleicht oder so. Und wir bauen auf einem Hügel in der Nähe der zweiten Stadt. In der ersten Stadt, ja, so nah möchte ich auch nicht wohnen. Und auf diesem Server, da ist protected, was ihr denn möchtet. Und einfach, was wir gebaut haben, damit einfach die Griefer so etwas nicht dann zergriefen können. Und das ist jetzt die Farmwelt. Hier dürfen wir eigentlich alles abbauen. Die Kingdom-Welt ist dann woanders, das kann man dann betreten durch das Portal. Habe ich das euch gezeigt? Da sieht man es noch ein bisschen. Ich gehe mal kurz hier vorne hin. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen Stein holen, wie es eigentlich so ist in einem Let's Play, also auch als Spieler. Also normale Minecraft-Spiele, dass wir einfach uns mal vorbereiten. Und ja, mal schauen. So. Ja, in den letzten Tagen war ich so extrem beschäftigt mit dem Server, weil die Plugins einfach nicht richtig funktionieren wollen. Zum Beispiel, dass das Feuer gar nicht ausgehen, wenn man do-fire-tick-false eingibt. Und dass man es auch bei World Edit nicht umstellen kann. Irgendwie ist alles so ein bisschen verbuggt. Genau, hier oben wollte ich die Kohle holen. Und deshalb haben wir noch ein paar Probleme gehabt. Wir haben viel gebaut, das werde ich euch auch noch zeigen, aber das könnt ihr am besten jetzt schon in der Servervorstellung von Megadrake schauen. Und geplant ist es, mit anderen aufzunehmen, also wenn sie Lust haben, sollte einfach gute Qualität haben. Und geplant ist auch, dass wir uns integrieren im RPG, in den Kriege, also in die Kriege. Wir werden dann immer wieder so kleine Schlachtfelder auslegen. Und die sind immer irgendwo anders, wo gerade ein Gebiet erobert werden will von den Königreichen. Und dann gibt es da Krieg, da darf man dann auch ein bisschen griefen, weil das lassen wir dann ungeschützt. Und das reicht, dass dann der Kampf gewinnt, kann dann das Gebiet erobern oder belassen. Also wenn der Verteidiger gewinnt, bleibt das so. Und wenn der Angreifer gewinnt, dann bekommt der Angreifer das Reich. Also es ist eigentlich so wie ein Strategiespiel und ein Rollenspiel zusammen. Wir wollen da viel Änderungen machen, also so, wie sagt man dem, dass Minecraft eigentlich so zu einem Strategiespiel wird und einem Rollenspiel und alles mögliche. Also
So, ich werde mich jetzt so teleportieren, sonst geht es zu lang zum Portal zurück. So. Und hier sind wir in der Kingdom-Welt. Das ist jetzt das grüne Portal, das war das blaue. Das blaue geht in die World, das in die normale Welt. Und das grüne von der normalen Welt geht hierhin. Und das dunkelgrüne geht zu meiner Stadt, also Stadt 2. Und wir banken hier drin. Das ist nicht so gut. Wieso banken wir hier hin? Das ist nicht so gut, wenn wir hier drin banken. Das müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer machen. Ja, okay, ich mache es jetzt kurz. Wenn hier jemand reinbuggt, das ist von diesem Plugin irgendwie so ein bisschen ein Bug. So, damit einfach der nächste, der reingeht, nicht reinbuggt und dann ja, Probleme hat. So, das ist mein Berg. Also ihr könnt jetzt denken, hier ringsum kommt die Stadt 2 oder vielleicht auch nur ein Dorf, je nachdem. Es sollte einfach so ein bisschen ein luxuriösere Stadt sein am besten. Und deshalb kommt das Portal dort unten mal hin. Vielleicht wechseln wir das noch. Und ja. Also, hier können wir schon mal. Oh, Holzkohle können wir gerade nicht machen. Da müssen wir nämlich wieder zurück. So, jetzt haben wir Holz für Holzkohle und hier noch ein bisschen Holz für ein Haus. Ja, da muss ich eine Schaufel bauen. Dafür habe ich ja noch den Stein. Und machen den Regen aus. So, der Regen habe ich jetzt nicht so laut gemacht, aber trotzdem wollen wir da nicht diese blöden Geräusche. Wenn die Geräusche bessere Qualität hätten, dann würde ich vielleicht den Regen ein bisschen besser, also mehr mögen. Zum Beispiel in Skyrim oder in GTA 5 mag ich den Regen, weil er einfach gute Qualität ist, aber in Minecraft natürlich nicht. Und deshalb, ja, überspringe ich den mal, solange ich das kann. So. Ein großes Problem ist halt mit dem Operator, dass die da die Levels behalten. Aber ich werde schauen, dass ich eigentlich das wieder so hinkriege. Kann leider irgendwie nicht minus. Weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, es könnte sein, dass ich ein paar Plus mit, dann habe plötzlich dann in einer nächsten Folge oder so, weil ich ein paar Monster töten musste oder von Spieler Erfahrung eingesammelt habe, weil er gestorben ist oder so. Und deshalb kann es sein, dass ich dann ein bisschen mehr Level habe, obwohl ich dann nicht im Kreativ Survival-Modus war. Und das ist ein bisschen schlecht. Okay, dann mache ich das so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 1, ja, da muss ich nicht zählen. So. Ja, toll. Dann machen wir mal ein Spruce Wood Haus. Ist auch wieder mal ein bisschen erfrischend. Das ist kein Spruce Wood. Dann mache ich das mal hier. Die anderen muss ich da noch machen. Dann können wir eigentlich die Sachen jetzt hier reintun. So. Also, das haben wir. Eine Truhe könnten wir vielleicht, ja, können wir machen. Dann möchte ich die Truhe aber so hin tun, damit wir eine große Truhe machen können. Und jetzt brauche ich eigentlich noch Fleisch. So, dann machen wir den Boden aus Diorit. Naja. Okay.
gewöhnungsbedürftig, aber aus diesem Diorit. Machen wir wahrscheinlich einen Wohlboden. So. Und den Rest machen wir mal in die Kiste, was wir gerade nicht brauchen. Wieso habe ich so viel Erde? So viel abgebaut jetzt vor. Boah. So, hier haben wir das Fleisch. Und eigentlich haben wir noch die Kerne. Irgendwo. Mist, Stein. Stein. Ja, ich werde jetzt einfach mal hier runtergraben. Da ist Stein. So. Und eine Steinhacke. Da müssen wir eigentlich nur noch Wasser hier in der Nähe finden, aber direkt in der Nähe ist nichts. Ja, da muss ich sonst irgendwie mit ohne Essen auskommen. Wir haben noch keinen Eimer, kein Eisen, nichts. Ja, das ist ein Blumenbio, also Flower Forest hier. Und in der Nähe ist eigentlich noch ein Fichtenwald hier, ein Fichtenwald dort. Und ja, sonst eigentlich nichts Großartiges, aber ich finde einen schönen Platz. Trotzdem, weil es auch so ein bisschen stimmig ist. Also machen wir das dort. Vorübergehend, wenn die Stadt jetzt da kommt, müssen wir es halt wegmachen. Damit wir einfach, wenn wir zum Portal runterkommen, da noch ein bisschen Weizen haben. So, du Huhn. Und jetzt gehen wir wieder in die Farmwelt. Dazu in dieses Portal, dann in dieses Portal. Und das ist die Spawnwelt. Die haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen zweckswürdig Ding. Und hier haben wir auch noch die ja, das Grüne Reich hat noch keins, aber das Rote Reich hat schon eins, einfach ein bisschen eine Beschreibung, was die Dinge so machen, die Königreiche, was sie sind, also ja, die Kultur halt und so weiter. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir irgendwie an Eisen kommen, an Ding, an einen Eimer. Da ist ein Zombie. Da ist ein Skelett. Mist, es gibt kein Ding hier. Keine Höhle. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Aber, wir finden schon etwas gleich. Vielleicht in die falsche Richtung gegangen. Da ist eine Höhle, oder? Ja. So, Eisen, sehr schön. Irgendwas höre ich hier. Das tönt irgendwie so komisch. Also den Ton kenne ich, aber dass man so richtig also ein bisschen flach oder so. Nein, nicht Grafik. Musik. So. Weil es auf YouTube auch leiser ist, habe ich es noch ein bisschen höher gestellt, damit ich es auch ein bisschen besser erkenne, das Geräusch. Es hört sich so ein bisschen dumpfer an oder so, habe ich das Gefühl. So, dann brauche ich noch. Wir haben kein Holz hier unten.
mitgenommen. Ein bisschen Stein brauchen wir noch für den Ofen. Haben wir 3? Wir haben 5. Okay. 5 Eisen ist gut. Kohle könnten wir noch machen. Kohle, Fackeln. Aus Kohle können wir noch machen. So. Dann leuchten wir das aus. Gehen kurz hoch und holen ein bisschen Holz. Können wir hier noch ausleuchten. Okay, okay. Yeah! Das erste Monster getötet im Spiel. Also in dieser Ding. Ja. Ich sage sagen, auf dem Server halt das erste Monster richtig getötet. Ohne Kreativmodus. Weil ich möchte alles im Kreativmodus zeigen. Also dass ich nicht andere Sachen noch mache im Kreativmodus. Und immer wenn ich weg bin, also wenn ich nicht aufnehme im Kreativmodus sein, weil einfach Sachen gemacht werden muss als OP im Kreativmodus. Und es geht halt einfach viel schneller und bequemer für uns, dass der Server recht groß wird, wenn wir im Kreativmodus auch Sachen bauen. Und ja, wir haben recht viele Bauer, also wir haben mehrere OPs, wo ja, Dinge bauen einfach, wo nicht unbedingt so viel OP-Sachen machen, aber einfach bauen. Und das sind eigentlich alte Bekannte aus dem Groupcraft-Server, aus dem normalen Drake-Server und jetzt aus dem Mega-Drake-Server, wo eigentlich auch nicht mehr stimmt, weil der Mega-Coolman auch nicht mehr so viel machen möchte, weil es ihm langsam langweilig wird, Minecraft. Und deshalb, ja, kann ich ihn verstehen, er hat auch recht viel Minecraft gespielt. Und dass er nicht immer auf den Server aufpassen will und so, ist schon länger klar gewesen. Dann lasse ich ihn Urlaub machen. Und vielleicht hat er bald ja wieder Spaß. Irgendwann mal. So, einen Eimer haben wir. Dann können wir eigentlich oben das Ding anpflanzen. Machen wir noch das Brathähnchen. Die 4 Brathähnchen. Und gehen kurz noch ein bisschen weiter erkunden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Eisen für eine Eisenspitzhacke. Wir haben nur 2 Eisen noch. Da ist Eisen, aber das Lava stört. Das Lava fließt so langsam ab. Ah, Gravel. Ich mag kein Gravel. Ich finde es cool, dass die Griefer, die auf den Server kommen und irgendwas griefen wollen, meinen, sie könnten mit ein bisschen Blöcke setzen oder so richtig viel Schaden am Server anrichten oder so. Und das stimmt gar nicht. Es gibt extra so Griefer-Clans und die wollen natürlich bei YouTube-Videos dann direkt auf den Server, wollen unbedingt die IP-Adresse und dann kommen sie auf den Server und griefen ganz wenig. Und für uns, also vor allem für mich, der so richtig hart wurde durch dieses Griefing-Zeugs, macht es überhaupt nichts aus, wenn der Server kurz gegrieft wird. Aber sollte natürlich nicht geschehen, weil Minecraft ist kein Griefing-Spiel. Aber natürlich durch das, durch diesen Sandkasten-Effekt, wisst ihr, die Leute wollen halt auch Sachen zerstören, wie früher die Burgen in der im Sandkasten. Und deshalb kommen sie auf den Server, meinen, sie können viel Schaden anrichten und einfach ein bisschen trollen. Und das war's. Für manche macht Griefen Spaß. Also für mich macht überhaupt Griefen und so Sachen, ja, beleidigen oder so, überhaupt keinen Spaß. Aber wenn sie machen wollen, dann sollen sie sich bei sich selber etwas griefen oder sonst irgendwas, bei Spielen, die das halt noch nicht kennen oder so, aber bei beinharten Server anbieten, also ja, wo Server machen, also OPs, bringt es das gar nichts, oder? Und deshalb, wir haben immer wieder Backups, wir können mal laden, wenn also wirklich jetzt mal was extrem gegrieft wird, laden wir die Welt einfach wieder und fertig. Also alle Welten machen wir Backups und
Also ist unser Server eigentlich 100% griefingsicher. Und ja, dann gehen Sie halt zum nächsten Server und griefen den. Es ist mir eigentlich recht egal, solange es mich nicht betrifft, weil ich kann es ja nicht verhindern, oder? Und mir muss es eigentlich egal sein, weil ich schaue auf meinen Server und die anderen schauen auf ihren Server. Und das ist eigentlich das Rezept, ja, dass man nicht dann überfordert ist oder so. So. Brathähnchen. Ah, komm schon. So, und alle Kisten und Furnaces und so werden gespeichert. Nein, jetzt werde ich nicht teleportieren. Ich werde nur teleportieren, wenn ich wirklich im Let's Play ein bisschen abkürzen will. Weil andere Let's Player wollen vielleicht auch hier auf dem Group, also Group Craft sage ich jetzt schon wieder, auf dem Mega Drake Server Let's Play und dass die nicht so viele Nachteile haben, weil die OPs cheaten, also Ding teleportieren. So, will ich eigentlich nicht viel teleportieren, außer eben, ja, ich kann andere auch teleportieren lassen, aber ja. Für OP muss man auf meinem Server eigentlich viel tun, damit ihr OP werden könnt. Vor allem sehr viel Vertrauen zeigen. Und ja, dann nicht griefen, weil das geht nämlich schnell mit dem OP mit Game Mode 1. Deshalb vertrauen wir natürlich nur Leute, die wir kennen, wo ein bisschen loyal sind, wo es auf den Server gefällt und so weiter. So, hier hoch müssen wir noch eine Treppe bauen. Aber ja, es ist nicht so, dass es viel Nahrung kostet oder so, es ist einfach mühsam. Also, wir brauchen Eisen. Das legen wir mal weg. So, den Ofen und die Werkbank nehme ich mit. Und jetzt brauche ich Wasser. Jetzt müssen wir nochmals runter. Oder wir bohren uns hier durch den Boden und machen eine Leiter und Fallschacht. Da können wir nicht runter. Hier können wir runter. Aber wir bekommen doch schon ein bisschen Schaden noch. So, das lasse ich jetzt mal hier, aber nehme die Kerne mit. Wenn das noch was geht. Ja. So, das mache ich dann im Game Mode weg. Und jetzt noch ein bisschen mehr Kerne. So, ich werde wahrscheinlich hier dann eine Farm im Berg machen, im Erdgeschoss eigentlich so. Und damit wir einfach die Tiere richtig gut reinmachen können und nicht nach hoch oben transportieren müssen. So. Und jetzt machen wir hier noch ein Beet. Da. Da machen wir das Beet. So, und das war's eigentlich jetzt mit der ersten Folge. Ich will es nicht zu lange machen und die Folgen auch spannend machen, dass sie auch geschaut werden. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über ja, ein bisschen Feedback oder einen Like. Müsst es natürlich auch bei mir nicht so dringend machen, aber finde es immer toll, dass jemand liked, wenn er es gut findet. Weil es gibt auch Leute, die liken nicht, aber ich möchte jetzt euch nicht da irgendwie jetzt sagen, ja, ihr müsst liken oder so. Wenn es euch gefällt, dann dürft ihr liken und sonst, ja, sehen wir uns vielleicht wieder in der nächsten Folge. Würde mich freuen und sage Tschüssikowski, Leute, bis zum nächsten Part. Bye!